Hi, Anjay hier für tabletblog.de. Heute mit einem Testbericht vom Huawei MediaPad X1 7.0, das schon seit einer ganzen Weile in Deutschland verfügbar ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis dieser Testbericht hier erscheint. Allerdings ist das gar nicht mal so schlecht, denn das Tablet hat sich in der Zeit tatsächlich verbessert. Denn wenn ihr euch vielleicht an das Unboxing-Video zurückerinnert, wurde das MediaPad mit Android Jelly Bean ausgeliefert. Und war ziemlich laggig. Man konnte noch nicht mal Chrome so richtig flüssig benutzen, also den Browser Chrome. Das hat sich jetzt endlich geändert, denn Huawei hat ein Update auf Android 4.4 KitKat veröffentlicht. Dieses ist noch nicht over the air verfügbar. Man kann es sich aber von der Webseite von Huawei herunterladen und ziemlich einfach hier drauf installieren. Ihr findet auf der Webseite von denen eine Anleitung. Es geht wirklich sehr einfach. Und mit Android 4.4 KitKat läuft plötzlich alles sehr flüssig. Das freut mich sehr, denn das Tablet hat mir von Anfang an ziemlich gefallen. Nicht die Software, die jetzt auch, aber vor allem die Hardware. Denn wir haben hier ein 7 Zoll großes Tablet, das ziemlich klein aussieht. Das liegt daran, dass die Rahmen rund um das Display sehr dünn sind. Dadurch sieht das MediaPad X1 deutlich kleiner als andere 7 Zoll Tablets wie dem Nexus 7 oder natürlich auch dem Fire HD 7, das sehr dicke Rahmen hat. Also im Vergleich sieht das MediaPad X1 deutlich kleiner aus, fast schon wie ein Smartphone. Wenn wir dann allerdings mal ein 6 Zoll großes Smartphone dagegen legen, sehen wir doch, dass es Größenunterschiede, deutliche Größenunterschiede zwischen 6 und 7 Zoll gibt. Allerdings mit dem MediaPad kann man auch ein Smartphone ersetzen. Darum ist es eigentlich ziemlich gut, dass das so klein ist. Das Display ist weiterhin 7 Zoll groß, aber es sieht eben sehr klein und handlich aus und das ist wirklich sehr schick. Was uns besonders gefällt, ist die Verarbeitung. Also nicht nur das kleine handliche Design, sondern auch die Verarbeitung, denn das Gehäuse besteht komplett aus Aluminium. Dadurch fühlt es sich ziemlich hochwertig an und ich würde sagen, von der Verarbeitungsqualität her ist es auf jeden Fall mit einem iPad Mini vergleichbar. Also die Verarbeitung hier ist wirklich klasse. Es ist relativ leicht und nur knapp über 7 mm dick, also auch noch sehr dünn. Schauen wir uns das Design mal ein bisschen weiter an. Wie gesagt, auf der Rückseite haben wir Aluminium. Oben sitzt dann eine 13-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz und die 13-Megapixel-Kamera macht auch recht ordentliche Fotos. Jetzt nicht ganz so gut wie beim Nokia Lumia 1020 oder so, aber auf jeden Fall für ein Tablet/Smartphone doch recht gute Bilder. Unten haben wir dann noch einen Lautsprecher. Ich hätte mir oben und unten auf der Vorderseite jeweils Stereo-Lautsprecher gewünscht, aber unten die Lautsprecher sind auf jeden Fall laut genug und ja, sind in Ordnung für ein Tablet, würde ich sagen. Auf der rechten Seite haben wir dann sowohl ein Micro-SD als auch einen SIM-Kartenanschluss, denn das ist der standardmäßig bei MediaPad X1 dabei, der SIM-Kartenslot. Ja, und da könnt ihr eine SIM-Karte reintun, dann über LTE ins Internet oder aber damit telefonieren, denn wie gesagt, man kann hiermit auch ein Smartphone ersetzen. Zwischen den beiden Kartenslots sitzt eine Lautstärkewippe und ein Power-Button und die sind eben so angebracht, dass man sie auch mit den Daumen noch gut bedienen kann. Das kennen wir vor allem von den ganzen Phablets, die mittlerweile da draußen verfügbar sind. Auf der linken Seite haben wir sonst keine Anschlüsse, oben sitzt aber ein Headset-Port sowie ein Mikrofon. Und unten haben wir dann einen Micro-USB-Anschluss sowie natürlich nochmal ein Mikrofon. Und ganz praktisch ist, auf der Vorderseite oben haben wir eine Hörmuschel, denn wie gesagt, man kann mit dem MediaPad X1 auch telefonieren und man muss es nicht über ein Headset tun, sondern man kann es sich auch ans Ohr halten. Sieht vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus, weil es so groß ist, aber vor ein paar Jahren hat man sich noch über 5 Zoll Geräte lustig gemacht, die man sich ans Ohr hielt. Mittlerweile ist das mehr als Standard. Also man kann es auch als Telefon benutzen. Daneben sitzt eine Frontkamera mit 5 Megapixel, die ist für Skype und so weiter völlig ausreichend. Dann haben wir hier natürlich das 7 Zoll große IPS-Display, das auch ziemlich hell eingestellt werden kann, sehr hell sogar, dadurch, dass man auch in der Sonne draußen gut damit arbeiten kann. Es ist ein IPS-Display und hat eine Full-HD-Auflösung von 1920 mal 1200 Pixel. Man hat hier also auch eine nette Pixeldichte, ähnlich eben wie beim Google Nexus 7. Aber das Display hier kann man auch nur loben. Im Huawei MediaPad X1 7.0 steckt ein 1,6 GHz Quad-Core-Prozessor, den Huawei selber herstellt. Und daneben sitzen 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB interner Speicher. Die Performance hier der
Der Chip von Huawei, das ist nicht mehr die allerneueste Generation. Es gibt deutlich bessere Prozessoren da draußen, aber die Performance ist mehr als ausreichend. Auch aktuelle Spiele wie Asphalt 8, Asphalt 8 Overdrive oder Dead Trigger, die laufen hier drauf allesamt flüssig. Das ist auch anders nicht zu erwarten, denn die laufen auch auf deutlich schwächeren Plattformen recht flüssig, aber eben dann auch hier auf dem MediaPad X1. Also die Performance ist nicht die allerbeste da draußen, aber auf jeden Fall sehr gut. Ja, wie gesagt, das war vorher nicht der Fall unter Jelly Bean. Das lag hauptsächlich an der Software, nehme ich mal an. Aber mit dem Update auf Android 4.4 KitKat läuft jetzt alles größtenteils flüssig, soweit ich sehen konnte. Und da sollten wir auch mal dann näher zum Betriebssystem kommen. Wie gesagt, das ist jetzt Android 4.4 KitKat. Damit bin ich soweit zufrieden. Und darauf liegt die Emotion UI, die Huawei auf allen ihren Geräten vorinstalliert. Die hat einige Vorteile. Zum einen kann man sämtliche verschiedene Designs auswählen, nach Belieben anpassen und das sieht wirklich schick aus. Besonders gefällt mir dieses Traveler-Design. Und man hat dann ja so ein Magazin-Look, würde ich das nennen. Immer wenn man das Display entsperrt, sieht man da so ein tolles neues Cover. Das sieht immer alles ganz nett aus. Also sieht wirklich schick aus. Allerdings denke ich, dass das auch einer der Gründe war, weshalb das MediaPad X1 am Anfang sehr geruckelt hatte in einigen Apps. Und auch so auf dem Homescreen. Das ist wie gesagt jetzt größtenteils vorbei. Man sieht fast keine Ruckler mehr. Chrome läuft super flüssig, wie man es erwarten würde von einem Tablet für 349 Euro mittlerweile, meine ich. Ja, Spiele laufen auch flüssig. Also mittlerweile bin ich mit der Software zufrieden. Wenn man die Emotion UI von Huawei nicht mag, kann man natürlich immer noch andere Launcher installieren, wie beispielsweise den Google Now Launcher, den ich hier drauf recht lange genutzt habe und auch sehr zufrieden damit war. Dort gab es auch keine Probleme. Zumindest nach dem KitKat-Update nicht mehr. Also wie gesagt, das KitKat-Update ist wichtig. Wenn ihr euch das Tablet hier kauft, dann installiert sofort das Update auf KitKat. Wie gesagt, die Download-Links findet ihr auf der Webseite von Huawei und werde ich auch nochmal im Artikel auf tabletblog.de dann verlinken. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Die ist hier recht ordentlich, nicht die beste da draußen. Wenn man ein Video durchgehend schaut, WLAN anhat, ein paar Notifications zwischendurch bekommt, also Benachrichtigungen und die Displayhelligkeit auf so 75%, da kann man dann auch im hellen Raum sehr gut was erkennen. Dann hält der Akku so um die 9 Stunden. Wenn man durchgehend Spiele spielt, hält sie natürlich weniger. Dann ist der Akku schneller leer. Wenn man es allerdings ganz normal nutzt, wie man sein normales Smartphone zwischendurch nutzen würde, über den Tag verteilt, dann kommt man damit auf jeden Fall über einen Tag und hat für morgen auch noch ein bisschen was übrig. Aber ja, wie jedes Gerät sollte man auch das hier jeden Abend an die Steckdose anschließen. Aber die Akkulaufzeit ist vollkommen in Ordnung hier. Nicht so gut wie das iPad Mini oder die Lenovo Yoga Tablets, die so einen riesigen Akku haben. Aber auf jeden Fall kann man hier an der Akkulaufzeit nicht meckern. 9 Stunden. Mit dem durchgehenden Video, das ist auf jeden Fall recht gut. Ja, mittlerweile habe ich fast nur Lob für das Huawei MediaPad X1 7.0, was eben, muss ich nochmal sagen, am Software-Update lag. Vorher sah es ein bisschen schlecht aus, aber mittlerweile gefällt mir das sehr gut. Ich habe es auch 3, 4 Wochen als mein Smartphone-Ersatz genutzt und da hat es wirklich ziemlich gut funktioniert. Man kann damit Telefonate führen, SMS verschicken und so weiter. Dafür hat Huawei eigene Apps, die auch mit dem KitKat-Update einen neuen Look bisher bekommen haben. Und ja, größtenteils bin ich hiermit recht zufrieden. Wenn ihr ein Tablet sucht im 7-Zoll-Format, das wirklich schick aussieht, ein schickes und robustes Design hat, also nicht so ein Plastik, sondern eben Aluminium und eine Telefonfunktion mit LTE sucht, dann solltet ihr euch das Huawei MediaPad X1 auf jeden Fall mal genauer anschauen. Mittlerweile ist der Preis bei den meisten Händlern von 399 Euro auf 349 Euro gesunken, ist also nochmal ein bisschen günstiger. Bei weitem natürlich nicht das günstigste 7-Zoll-Tablet da draußen, aber dafür hat es eben auch eine hochwertige Verarbeitung und vor allem ein nettes Display. Gut, das war der Testbericht vom Huawei MediaPad X1 7.0. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hinterlasst doch bitte einen Kommentar und abonniert den YouTube-Channel für weitere Videos, die demnächst wie immer erscheinen werden. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.